Noch 700 Kilometer bis nach Deutschland. Der Beginn eines Verbrechens. Wie kann es sein, dass man diese Menschen einfach hineinzwingt? Und dann wie Müll irgendwo hinstellt. Schleuser lassen den LKW einfach zurück. An einer Autobahn in Österreich. 71 Flüchtlinge sind erstickt. Die Situation war wirklich unfassbar. Es waren unglaublich viele Menschen auf engstem Platz in sich zusammengesunken und ineinander verstrickt. Das Bild sehe ich immer vor mir, wie sie aussahen in dem Moment, als sie starben. Was die meisten Menschen in Deutschland zuvor nur aus dem Fernsehen kannten, Fluchttragödien an den Küsten Griechenlands und Italiens, geschah plötzlich quasi vor der eigenen Haustür. Die 71 Migranten, die im Sommer 2015 qualvoll in dem Kühllaster starben, waren Teil der mehr als 1 Million Menschen, die in jenem Jahr den Weg nach Europa suchten. Ihr Schicksal ist vielen von uns in Erinnerung. Reporter von NDR und WDR haben den Weg der Flüchtlinge und das Vorgehen des Schleusernetzwerks minutiös rekonstruiert. Die Polizei versucht, die Opfer zu identifizieren. Es ist die Hochzeit der Flüchtlingskrise im August 2015. Der LKW mit den Toten, ein Schock. Wer ist in diesem LKW erstickt? Wer hat diesen Rucksack gepackt? Wer hat das rote T-Shirt getragen? Ihre Geschichte wird dieser Film erzählen. Und die der Schleuser. Das Grab ist noch abgedeckt. So fliegen die frischen Blumen nicht weg. Heli Kali hat seine Kinder nach Europa geschickt, damit sie ein Leben in Sicherheit führen können. Das ist Alens Grab. Er war 16. Und hier liegt Elin, meine Tochter. Sie wäre jetzt 15 Jahre alt. Mein Sohn Alen war in der 11. Klasse und Elin ist in die 10. gegangen. Und hier liegt mein jüngster Bruder, Hirsch. Sie wollten nach Deutschland, zu ihrer Tante in Hildesheim. Alend wollte Ingenieur werden, seine Schwester Elin vielleicht einmal Medizin studieren. Meine Tochter Elin hatte immer Angst vor der Dunkelheit, seitdem sie klein war. Sie hat in dunklen, verschlossenen Räumen immer richtig Panik bekommen. Das tut mir am meisten weh, wenn ich mir das vorstelle, in was für eine Situation sie geraten ist. Das geht mir nie aus dem Kopf, dass sie so gestorben ist. In einer Situation, vor der sie so eine Angst hatte. Elin war die älteste seiner Töchter. Für die Flucht der anderen Geschwister hatte das Geld der Familie nicht gereicht. 24.000 Euro haben sie bezahlt. Dafür, dass die drei kein Schlauchboot über das Mittelmeer nehmen müssen. Die Landroute sollte weniger gefährlich sein. So hatte der Schleuser es ihnen versprochen. Jeder kennt den Schleuser hier. Man geht einfach in den Laden. Der Chef sitzt zwar in der Türkei, aber er hat Vertreter hier vor Ort. Ein Vertreter organisiert den Weg über die Grenze und den Rest organisieren dann die Schleuser ab Istanbul. Über die Balkanroute spannt sich im Sommer 2015 ein Netzwerk von Schleuserzellen. Sie fälschen Pässe. Organisieren die Fahrten über die nächste Grenze, schieben sich Flüchtlinge zu. Die zahlen meist per Vorkasse.
Im Herkunftsland unmittelbar werden sie sehr oft als Agents, als Agenten bezeichnet. Also wirklich ähnlich wie ein Reisebüro. Dort geht man hin, der organisiert das, je nach Preis, was ich bereit bin zu zahlen. Es gibt Gruppen, die teilweise rivalisierend sind. Auf der anderen Seite wieder sich auch das Geschäft zuschanzen. Das heißt, wenn da zu wenig Platz ist oder die Kapazitäten erreicht wurden, dann wird das oft weitergegeben. Und dann wird das Geschäft wie auf dem Fleischmarkt gemacht. In Serbien beginnt die letzte Etappe für Elin und die beiden Jungs. Sie sind bereits seit Wochen unterwegs. Die Türkei und Bulgarien haben sie durchquert. Von den langen Fußmärschen und den Nächten im Wald wird Elin krank. Sie haben Hunger, bekommen kaum Schlaf. Ich habe das letzte Mal am Montag vor der Abfahrt mit ihnen gesprochen. Da sagten sie mir, dass sie jetzt losfahren nach Deutschland. Sie sagten, wir melden uns, wenn wir da sind. Dann war die Verbindung weg. Schleuser verstecken Elin und die anderen in der Nähe der ungarischen Grenze bei Subotica. Hier sammeln sie die Flüchtlinge für den Weitertransport in sogenannten Safe-Häusern. Elin war immer gut in Englisch. Sie führt Tagebuch und macht zwei Tage vor der Abfahrt eine ihrer letzten Notizen. Den Zettel wird man später neben ihrer Leiche finden. Im Sommer 2015 harren tausende Flüchtlinge in diesen Verstecken aus. Noch heute sind ihre Spuren sichtbar. Mit ihren Handys halten Elin und die anderen Flüchtlinge Kontakt zu ihren Familien, schreiben Textnachrichten. Die Schleuser holen die Flüchtlinge in Taxis aus dem Safe House ab. Sie fahren sie in die Nähe der serbisch-ungarischen Grenze. Die Grenze zu Ungarn ist die größte Hürde vor der Weiterfahrt nach Deutschland. Ungarn ist zu dieser Zeit schon fast fertig mit dem Bau des Grenzzauns, der die EU nach außen abschirmen soll. Doch noch gibt es letzte Lücken. Ein Schleuser führt die Gruppe an. Er bringt Elin und ihre Familie über die Grenze. Sie werden nicht erwischt. Aus dieser Zeit stammen die allerletzten SMS von den Flüchtlingen, die wenige Stunden später nicht mehr leben werden. Auch die Sprachnachricht eines Irakers. Elin fühlt sich unwohl. Sie hasst die langen Fahrten. Sie schreibt, Bad Day, ein schlechter Tag. Die Schleuser hatten eigentlich eine Fahrt im PKW für die 1.600 Euro versprochen, nicht in einem Laster. Den Ermittlungen zufolge versuchen sie zunächst, noch mehr Menschen in den LKW zu quetschen. Aber es passen nur 71 hinein. Wir vermuten schon, dass es sogar zu Gewaltanwendungen kam. Das heißt nicht nur, dass die Leute hineingeschubst worden sind oder überzeugt worden sind, ja, sondern wirklich auch mit vermutlich auch körperlicher Gewalt hineingepfercht worden sind. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, auf dieser Größe kam so wenig Fläche auf die Person. Das ist ja nicht einmal ein Blatt Papier. 5 Personen auf 1 Quadratmeter. Die Tür von innen unmöglich zu öffnen. Kurz vor Sonnenaufgang fährt der LKW los. Der Kühllaster ist eigentlich für den Transport von Hühnchenfleisch gedacht. Der Sauerstoff wird höchstens 3 Stunden reichen. Das sind unglaubliche Umstände, wenn man jetzt hernimmt einen hermetisch abgeschlossenen Kühlaufbau, ohne Licht von außen, ohne Luft von außen, ungefähr 30 Kubikmeter Volumen. Und die Fahrbewegungen, die so ein LKW ja hat und die für die Personen, die sich auf dem LKW befinden, ja nicht ersichtlich sind, also das muss unglaublich gewesen sein. Es ist eine Fahrt in den Tod. Im Sommer 2015 wittern viele Kleinkriminelle das große Geschäft mit den Flüchtlingen. Schließlich wollen Tausende über die Grenzen.
dann war der Andrang so stark, dass die Menschen erkannt haben, man kann relativ einfach kriminellen Profit auf Kosten der Migranten, Migrantinnen verdienen. Das heißt, sie haben sich wenig gesorgt um die Sicherheit der Migranten, Migrantinnen. So ist das wohl auch mit der Sechserbande, die Elin und die anderen auf dem Gewissen hat. In der Flüchtlingskrise ist Menschenschmuggel sogar lukrativer als Drogenhandel. Je mehr Flüchtlinge im Laster, desto höher der Profit. Die Schleusung im LKW mit dem Hühnchenaufdruck sollte 100.000 Euro bringen. Insgesamt organisiert die Bande im Sommer 2015 rund 30 Fahrten in Minibussen und Lastern. Viele mit dem Ziel Deutschland, wie die Ermittlungen später zeigen. Aus den von den Österreichern und Ungarn uns übermittelten Daten konnten wir retrograd 13 weitere Schleusungen zuordnen, von denen auch Deutschland unmittelbar betroffen war. Eine davon ebenfalls eine Großschleusung. Diese Großschleusung fliegt 9 Tage vor der Todesfahrt auf. Die Bundespolizei entdeckt einen fast baugleichen Kühllaster in Sachsen, kurz hinter der deutschen Grenze. Diesen LKW hat dieselbe Schlepperbande auf die Straße geschickt. Er war der Fahrer des LKW, Ilmas A. Er kommt aus Bulgarien, ist verschuldet. In Dresden wird er vor Gericht gestellt. Er gesteht seine Tat und erklärt, dass er die Fahrt bereut. Das Urteil: 4,5 Jahre Haft wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern. Er erklärt sich zu einem Interview bereit. Vielleicht hofft er auf Hafterlass. Vielleicht tut es ihm wirklich leid. Er habe nicht geahnt, dass die Menschen in verschlossenen Lastern keine Luft bekommen. Mein Chef erzählte mir, dass sie früher LKW mit Planen genutzt haben. Aber während der Fahrt haben die Flüchtlinge die Planen oft zerschnitten. Und wenn man damit über die Autobahn fährt und Menschen transportiert, dann wird die Polizei schneller aufmerksam. Und der Wagen könnte gestoppt werden. Deshalb sind meine Vorgesetzten auf geschlossene LKW mit Metallaufbau umgestiegen. Omid Jafari aus Afghanistan hat mit seiner Familie die Fahrt nach Sachsen überlebt. Allerdings nur sehr knapp. Die Erinnerung an die Fahrt verfolgt sie bis heute. Der Schleuser hatte Omid Jafari und seine Frau angelogen. Wie uns ging es den meisten. Nach dem 6-stündigen Fußmarsch waren alle nass. Dann kam ein LKW an und die Schleuser sagten, wir müssten einsteigen. Sie sagten uns, es wäre nur für eine halbe Stunde. Aber es wurden 12 Stunden. Dies ist der LKW. Es fällt Omid Jafari schwer, sich ihm zu nähern. Er hat noch immer den Geruch von der Fahrt in der Nase. Von Schweiß, Urin, Kot. In der Enge dreht Omid ein Handyvideo. Sie sind 81 Personen auf der Ladefläche. Wir hatten Angst zu ersticken, weil es immer wärmer wurde. 2-3 Stunden versuchten wir alles, um unsere Tochter zu wecken. Sie war bewusstlos. Ich wusste schon, dass hinten Menschen transportiert werden und keine Kartoffeln. Aber solange die Leute nicht in Deutschland angekommen waren, bekam ich kein Geld. Ich wollte ja natürlich, dass auch für mich etwas dabei rausspringt. Mit einer Krücke haben wir ein Loch in die Decke geschlagen. Und wir haben hier gegen diese Wand, gegen das Fahrerhaus geklopft. Hier oben war alles dicht. Wir haben so doll wir konnten mit Füßen gegen die Wand getreten. Hier sieht man noch die Spuren. Es war so voll, dass wir keinen Platz hatten, um auszuholen und gegen die Wand zu schlagen. Aber hier haben wir mit den Füßen gegengetreten. Sehr oft und sehr heftig. Gegen diese Wand. Das sind die Spuren unserer Füße. Deswegen ist das Teil abgebrochen. Doch je mehr wir schlugen, desto schneller fuhr er.
Als ich das Klopfen hörte, habe ich meinen Chef angerufen. Der hat gesagt, ich soll weiterfahren. Das habe ich gemacht. Was hätte ich sonst tun sollen? Angenommen, ich hätte angehalten und die Tür geöffnet, dann wäre die Fahrt für mich ja sofort beendet gewesen. Dieser 7 cm lange Schlitz rettet die Flüchtlinge vor dem Ersticken. Ilmas A. stellt den LKW in Sachsen ab. Dort finden die Bundespolizisten ihn. Der Vorgang mit den 81 eingefärschten Personen zeigt, wie dicht auch wir an einer Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Ilmas A. sollte für die Fahrt 3.000 Euro von der Schleuserzelle bekommen. Dabei besitzt er nicht einmal einen Führerschein. Methode G hat ihn angeheuert. Er rekrutiert für die Schleuserbande Fahrer aus seiner Heimat Bulgarien. Während der Fahrten telefoniert er mit den Fahrern dutzende Male, gibt Anweisungen. Methode G hat auch den Fahrer des LKW, der zur Todesfalle wurde, rekrutiert. Ivailo S. Für diesen Job wird man immer Leute finden. Wenn die Leute hören, dass sie zum Beispiel 1.000 Euro pro Fahrt verdienen können, dann werden sie selbstverständlich damit machen. Wer sollte das schon ablehnen? Als Ilmas A. bereits in Untersuchungshaft sitzt, fährt der Kühllaster mit dem Hühnchenaufdruck über die ungarische Autobahn. Der Fahrer hält sich penibel an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Er wird nicht schneller als 80 Stundenkilometer fahren, wohl um nicht aufzufallen. Vorweg mit etwas Abstand fährt ein Begleitfahrzeug, sogenannte Spotter. Die fahren vor, versuchen abzuchecken, inwieweit hier Polizeikontrollen, Überwachungsmaßnahmen stattfinden, geben dann Bescheid, nein, mach Pause, stell dich wohin, Vorsicht Polizei. Und das findet fast immer statt, dass so Begleitfahrzeuge den Transport schützen, damit eben das Geschäft nicht verloren geht. Bei dieser Fahrt gibt es keine Kontrollen. Der LKW fährt ohne Stops auf der Autobahn an Budapest vorbei in Richtung österreichischer Grenze. Mit jeder Minute wird der Sauerstoff knapper. Bereits nach 45 Minuten bekommen die Ersten keine Luft mehr. Ich gehe davon aus, dass in dieser Situation Menschen nicht nur in Panik waren und in Panik geraten sind, sondern sicher versucht haben, sich auch zu retten. Wahrscheinlich sterben die Kleinsten zuerst. Doppelte Aluschichten isolieren den LKW. Niemand hat mit dem Handy Empfang. Kein einziger Notruf geht raus. Es hat sich der Eindruck so verfestigt, dass doch viele gestanden sind und dass die einfach unter dem Eindruck des Sauerstoffmangels dann in sich zusammengesunken sind. Nach 2 Stunden Fahrt sind die meisten tot. Telefonauswertungen ergeben, dass ein Mann um 7.28 Uhr noch versucht, eine letzte SMS zu verschicken. Vergeblich. Berechnungen ergeben, spätestens nach 3 Stunden Fahrt sind alle tot. Nordirak. Die Hilferufe sind nicht angekommen. Auch diese Männer haben Angehörige verloren. Faisals Bruder hat um 6.22 Uhr ein letztes Mal versucht zu telefonieren. Einen ganzen Tag rief ich immer wieder an. Es klingelte, ganz normal, als wenn sein Handy angewiesen wäre. Aber keiner ging ran. Am nächsten Tag war sein Handy plötzlich aus. Das hat mich verunsichert. Irgendwas muss passiert sein, habe ich mir gedacht. Sonst wäre er doch rangegangen. Am
Das letzte Foto, das sein Bruder geschickt hat, zeigt ihn und andere Iraker irgendwo auf dem Balkan. Sein Bruder steht in der Mitte. Es ist schwer zu ertragen, das Bild zu sehen. Ich habe dann seine Stimme wieder im Ohr. Diese sechs haben eine Art Schlepperfirma gegründet, mit Sitz in Ungarn. Es gibt einfache Fahrer, Abwickler und gut vernetzte Chefs. Ja, wir gehen mal von diesen sechs Personen aus. Wir arbeiten aber schon daran, dass es Kontakte gab rund um diese Gruppe, die weiterführende Ermittlungen bedürfen. Die ersten Bandenmitglieder werden innerhalb von 24 Stunden gefasst. Methodi G., der die tödliche Fahrt organisiert haben soll, seine Chefs und seine Fahrer. Ungarn übernimmt das Verfahren von Österreich, weil die Menschen noch auf der ungarischen Autobahn erstickten. Das ist eine gewerbsmäßig begangene Menschenschmuggel, begangen auch in einer kriminellen Vereinigung. Das bedeutet, dass es eine Hierarchie und eine ziemlich gut bestimmte und strenge Rollenverteilung zwischen den Verdächtigen gab. Ein Kopf der Schlepper, Samso Jamal L. Er gibt sich als Geschäftsführer der Bande, nennt sich selbst Businessman. Er pflegt gute Verbindungen zu Schleppern nach Serbien, um Geld abzuholen und neue Flüchtlinge für Transporte zu organisieren. Er spricht viele Sprachen, darunter Serbisch, Englisch, Paschtu und Arabisch. Der selbsternannte Businessman liebt schnelle Autos. Ermittler sehen in ihm eine Art Checker, der die Geschäfte steuert. Seine Kontakte sollen bis in die Türkei reichen. Wie die Schleuserbande ihre Arbeit organisiert hat, weiß Ilmaz A. Der Fahrer des LKW nach Sachsen hat gegen die Bandenmitglieder als Zeuge ausgesagt. Er beschreibt die Aufgabenverteilung und die Zuständigkeiten in der Gruppe. Samso Jamal ist der Mann, der das Geld für alles hat, was so erforderlich ist. Er spricht mit den Syrern und Afghanen und so weiter. Und Samso Jamal hat auch den Kontakt zu den Schleusern und Hintermännern in den Herkunftsländern, die in Pakistan oder so sitzen oder was weiß ich. Diese Personen teilen ihm dann auch mit, dass sie zum Beispiel 150 Flüchtlinge haben, die nach Deutschland transportiert werden wollen. Und dass diese Flüchtlinge schon in Europa sind und nach Deutschland weiter wollen. Der zweite Kopf der Schleuserzelle. Logistikchef Kasim S. Er soll die Fahrzeuge gekauft haben. Er ist Gebrauchtwagenhändler, besitzt Autohöfe unter anderem in Linz und Erfurt. Kasim S. kauft auch den LKW mit dem Hühnchenaufdruck und lässt ihn auf sich zu. Kasim ist in Ungarn gemeldet. Deshalb kann er einfach ungarische Autokennzeichen beantragen. Dafür braucht ihn die Gruppe. Methodi G. soll die Transporte abgewickelt haben. Auch die Todesfahrt. Die Fahrer, die er rekrutiert, kommen fast alle aus der gleichen armen Region in Bulgarien. Wie er. Bevor er Menschen schleuste, ist er der Polizei bereits aufgefallen. Er soll Tankstellen überfallen haben. Auf dem Fahrersitz des Lasters mit dem Hühnchenaufdruck soll Ivailo S. gesessen haben. Wenceslav T. soll das Begleitfahrzeug gesteuert haben. Der mutmaßliche Geldwäscher der Bande heißt Zvetan T. Die sechs Beschuldigten schweigen in den Vernehmungen. Um 9.14 Uhr fährt der LKW über die Grenze nach Österreich. Mit 71 toten Menschen auf der Ladefläche. Rund 20 Kilometer weiter, bei Parndorf, stellen die Schlepper den LKW ab. Auf dem Seitenstreifen einer Autobahn. In einer Pannenbucht. Es ist eine Stelle, an der immer mal wieder Transporte abgestellt worden sind. Wohl auch deshalb fällt der LKW erst einmal nicht auf. Die Schleuser fliehen nach Ungarn. Vielleicht wissen sie, dass ihre Ware tot ist und sie 71 Leben auf dem Gewissen haben.
Wie kann es sein, dass man diese Menschen einfach so zurücklässt, einfach hineinzwingt, ja, es zulässt, was da passiert ist, und dann wie Müll irgendwo hinstellt, wie eine alte Waschmaschine, die man irgendwo ins Gemüse stellt und sagt, die funktioniert nicht mehr. 24 Stunden bleibt der LKW unentdeckt. Als die Ermittler den LKW öffnen, kochen die Leichen geradezu. Innen im LKW liegen die Temperaturen bei fast 80 Grad. Es war der Verwesungsprozess der Leichen schon erheblich fortgeschritten zum Zeitpunkt, als das Fahrzeug geöffnet und entladen wurde. Es war eine unglaublich intensive Geruchsentwicklung. Es traten doch beträchtliche Mengen an Flüssigkeiten von der Ladefläche des LKWs aus. Es war eigentlich ein unfassbarer Zustand. Nur eine Tierarztstation an der Grenze hat genug Platz für die vielen Leichen. Doch erstmal müssen die Körper voneinander getrennt werden. Sie sind ineinander verschmolzen. Erst Stunden später wissen die Forensiker, dass es 71 Tote sind. Die wenigsten Flüchtlinge trugen Pässe bei sich. Viele Handys sind zerstört. Die österreichische Polizei schickt eine Spezialeinheit zur Identifizierung der Toten. Elins Bruder wird über sein rotes T-Shirt identifiziert. Die Kleidung der Toten, ebenso wie die Hände, ist aber schwerst mit Leichenflüssigkeit, Blut, Urin durchtränkt. Wir haben das vor dem Fotografieren haben wir das alles abwaschen müssen, dass wir das überhaupt fotografieren haben können. Und das ist alles vernichtet worden. Für die Wiener Gerichtsmedizin ist die Anzahl der Leichen und ihr Zustand eine der größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Sie brauchen knapp 2 Wochen für die Obduktion. Die Organe sind in einem sehr schlechten Zustand. Die kurdische Regierung hat geholfen, die Särge der Familie Kali zurückzutransportieren. Wochenlang waren seine Kinder auf der Flucht. Nur knappe 4 Stunden dauert der Flug der Särge zurück in den Nordirak. "71 Menschen in einem Raum ohne Luft. Das tut mir am meisten weh, wenn ich an meine beiden Kinder und an meinen Bruder denke. Auch wenn ein Mensch stirbt, sollte er doch nicht in einem verschlossenen, dunklen Raum ersticken. Daran denke ich jeden Tag. Das Bild sehe ich immer vor mir, wie sie aussahen in dem Moment, als sie starben." In dem LKW finden die Forensiker auch den Zettel von seiner Tochter Elin. "So eine Flucht ist gefährlich, aber hier ist es noch gefährlicher. Man flieht hier auch vom Sterben. Die Flucht hat ihren Preis, aber man kann die Leute kaum aufhalten. Sie wissen, wie gefährlich es ist, aber sie flüchten dennoch von ihr." 59 Männer, 8 Frauen und 4 Kinder sind in dem LKW erstickt. Eine Person konnte bis heute nicht identifiziert werden. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21:15 Uhr. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.